Die Bundeswehrchefin bittet noch am Abend die verteidigungspolitischen Sprecher in ihr Ministerium. Bis in die Nacht wird der Bundeswehrskandal besprochen. Eine Bärenaufgabe, die von der Leyen dennoch lösen will. Dafür hat sie ihre heutige USA-Reise abgesagt, um nach Ilkirch zu reisen. Hier war der terrorverdächtige Bundeswehroffizier Franco A. stationiert. Inzwischen zog die Bundesanwaltschaft den Fall an sich. Tatvorwurf ist unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Es soll um mögliche Anschlagsziele in Deutschland gehen. Außerdem fanden Inspekteure in der Kaserne Ilkirch Bilder von Wehrmachtssoldaten und Sturmgewehren an den Wänden sowie Hakenkreuzkritzeleien. Rechtes Gedankengut, das offenbar akzeptiert wurde. Von der Leyen will Aufklärung. Jetzt zeigt sich eben, dass auch wenn die ganz, ganz große Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten hervorragend ihren Dienst leistet, es eine Minderheit gibt, die uns Probleme bereitet, die nicht klar ist in ihrer Haltung. Ein rechtes Netzwerk in der Bundeswehr? Die Ermittlungen dazu laufen. Der Bundeswehrverband wehrt sich gegen eine Pauschalisierung. Dennoch kann es sein, dass in der Bundeswehr vereinzelt Verfehlungen vorhanden sind. Die gab es immer und wird es auch immer geben. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Von der Leyen Strategie ist klar. Erst der offene Brief, in dem sie schwere Vorwürfe gegen die innere Struktur und Führung der Bundeswehr erhebt. Jetzt der Frontalangriff. Gespräche. Denn von Ilkirch bis nach Pfullendorf, vom rechten Gedankengut bis hin zum Mobbing, überall gab es die gleichen Muster des Wegschauens. Es wird viel aufgewirbelt werden, es wird schmerzhaft, so die Ministerin. Am Ende wird es aber Licht ins Dunkle bringen.